Leute, schaut mal, ich habe einen Chicken Burger und ich habe ganz viel Chicken Wings dabei. Mögt ihr auch Chicken Wings? Wenn ihr Chicken Wings mögt, Leute, dann schreibt es in die Kommentare. Mhm, okay, Niki. Was? Aua, ich dachte, wir spielen heute Fangen. Weißt du, was sich auf Chicken Wings reimt? Nein, was reimt sich auf Chicken Wings, Braxy? Pickel! Das war witzig, Braxy! Oh Mann, Braxy, ich habe auch einen Witz. Soll ich dir einen das erzählen? Das war nicht witzig. Was lachst du da? Komm mal runter, ich erzähle euch einen Witz, wenn wir schon dabei sind. Okay, welche Zahl kommt nach der 23? Ich weiß es. Die 4. Okay. Hä? Nein. Jetzt kommt die 24. Was kommt nach der 24? Da kommt die 25. 25. Das ist witzig. Das war nicht witzig. Ich hab heute den Lachflash, Leute. Wenn ihr das auch witzig findet, wie bei SpongeBob, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Okay, Leute. Hey, Leute. Ich muss die ganze Zeit lachen. Was ist los, Niki? Ein Witz habe ich noch für Niki, den Spurkopf. Niki, ich war nur zweimal in der Schule. Weißt du auch warum? Das ist jetzt schon witzig. Einmal bei der Anmeldung und einmal, weil ich meine Jacke vergessen habe. Das ist witzig. Nein, das war nicht witzig, Jimmy. Niki, das war wirklich witzig. Nein, warum lachen die ganze Zeit? Lass mich doch lachen. Lachen ist gut für die Gesundheit. Ich auch. Ich muss mich hinlegen. Braxy, das hat richtig Spaß gemacht. Warum bist du so ein Miesepeter, Niki? Aber es war doch nicht lustig. 23, 24, 25. Hör auf damit. Oh Mann, ihr seid echt die Besten. Hä? Guck mal hier, der ist für dich. Das ist ein Clownfisch. Du bist gemein. Was soll das denn heißen? Wieso gibst du mir einen Clownfisch? Weil du heute ein Clown bist. Du bist wegen allem. Du hast mir einen Clownfisch gegeben, weil ich ein Clown bin. Das war auch witzig. Oh Mann, ey. Okay, ich glaube. Es reicht. Es ist nicht mehr witzig. Ah, na schön, okay. Was wollen wir heute machen, Leute? Auf jeden Fall nicht mehr lachen. Braxy. Doch. Ja, Braxy, komm mal mit. Leute, was ist denn jetzt los? Warum hat sich die Stimmung so geändert? Ich wette, um 64 Dias, Jimmy, geh weg. Jimmy heute auf jeden Fall nochmal lachen wird. Nein, Leute, das schaffe ich vielleicht nicht. Oh nein, das ist, glaube ich, die heutige Challenge, dass wir heute nicht lachen dürfen. Und ich glaube, die werden alles rausholen, weil ich glaube, Niki will auf jeden Fall seine 64 Diamanten nicht verlieren. Du erzählst ab jetzt keinen Witz mehr, okay? Okay, schaffst du es einen Tag lang nicht zu lachen? Ich weiß nicht. Okay, ich nehme die Herausforderung an. Und wenn ich gewinne, kriege ich von jedem von euch 64 Diamanten. Hä? Okay. Braxy, warum hast du da einen Creeper-Kopf auf? Das sieht lustig aus. Mhm. Creeper. Nein, ich darf nicht lachen, Leute. Oh, verdammt. Doch, lach. Ich gehe nach Hause, Leute. Das war richtig schön mit euch, aber ich muss jetzt nach Hause gehen. Ja, Braxy? Ich habe noch einen Witz für dich. Welchen denn? Klein und orange. Eine Orange. Ich habe fast gelacht, Leute. Das war sogar richtig. Okay, wir lachen. Morgen bei der Schule, Niki, ja? Ich habe bis jetzt noch nicht gelacht, also es läuft ziemlich gut, sei ich dir ehrlich. Nee. Timmy, guck mal. Hä? Was ist los, Braxy? Aua! Ist dir was zugestoßen? Ja, witzig. Das war nicht witzig. Oh, Braxy, geht's dir gut? Ich dachte, ich bringe dich zum Lachen. Nein, du hast mich noch nicht zum Lachen gebracht. Leute, denkt ihr, ihr könnt mich zum Lachen bringen? Dann schreibt meinen Witz in die Kommentare. Und wenn ich den like, dann habt ihr mich zum Lachen gebracht. Ich bin echt gespannt, ob ihr das schafft, Leute. Okay. 26. Braxy.
Ach, hör auf, Rexy. 27. Ich muss jetzt auch nach Hause gehen. Oh, das ist echt anstrengend mit den beiden. Ich darf nicht lachen. Ah, mal schauen, was heute Nacht alles passiert. Ich glaube, das wird eine anstrengende Nacht. Mhm, aber ich bin schon müde. Ich muss langsam ins Bett gehen, Leute. Oh, da bin ich endlich zu Hause. Und jetzt noch eine Runde Fortnite spielen. Komm schon, Leute. Lass uns zusammen Fortnite spielen. Schaffen wir den epischen Sieg? Oh, das ist so anstrengend, Leute. Oh, komm schon. Yippie! Oh, ich hab's was war das denn, Leute? Jimmy, aufmachen, ich hab eine Überraschung für dich. Überraschung? Mann, Rexy! Das sieht richtig lustig aus, Mann. Hör auf, die ganze Zeit so Skibidi-Geräusche zu machen. Aber du schaffst es nicht, Rexy. Das wird nicht dein Ziel sein. Ich werde das nicht machen. Ihr beide könnt vergessen. Okay. Lies doch mal das Buch hier. Ein Buch? Oh, na schön, ich werde es vorlesen. Laut sogar. Und so. Kaka, du hast Kaka gesagt. Kaka, Popo. Oh, ihr seid gemein, Leute. Das habt ihr mit Absicht gemacht. Ich wollte gerade schlafen gehen. Und ich sag dir ehrlich, Brexy, ich weiß, dass du das bist mit deinem blöden Kostüm. Mm. Ah ja, guck mal, was ich noch kann. Leute, wie macht er das mit seiner Stimme? Das ist irgendwie witzig. Aha, Brexy, hör auf, ich will schlafen, geh weg. Weißt du, was okay, witzig wäre? Okay, was ist 2 plus 2? Das weiß ich, das ist 4. Nein, ja. 23. Oh, hör auf damit, ja. Niki. Seit wann lachst du eigentlich über die Witze? Du hast vorher nie darüber gedacht. Doch, das ist witzig. Das ist nicht witzig. Am besten geht ihr jetzt nach Hause. Ich habe sowieso schon richtig schlecht geschlafen. Ich wüsste dir was, wir gehen morgen früh direkt zu McDonald's. Mhm. Hast du gerade gelacht, Jimmy? Nein, habe ich nicht, Leute. Ich habe ehrlich nicht gelacht. Leute, habe ich gelacht? Wenn ich gelacht habe, dann macht am besten gar nichts. Genau, weil ich habe nicht gelacht. So, ich gehe jetzt aber auch schlafen. Gute Nacht, ich leg mich hier schlafen. Oh. Hä? Rexy, komm mal her. Hä? Rexy, komm schnell. Was macht denn Niki da? Jimmy hat einen Popel in der Nase. Oh, hab ich gar nicht, Mann. Er hat einen fetten Popel. Sind gemein, Leute. Und Brexy ist wieder normal. Seht ihr Brexy da vorne? Der steht da mit Niki. Die wollen die ganze Zeit, dass ich lache. Aber ich schaff das, Leute. Zusammen sind wir stark. Mm-hmm. Und wenn ihr jetzt alle abonniert, dann sind wir noch stärker und sind eine Community, Leute. Mm-hmm. Was ist los, Brexy? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Hallo! Brexy, hör auf damit! Hast du gelacht? Nein, hast du gelacht? Nein, ich hab noch nicht gelacht. Das war ganz, ganz knapp. Du hast so einen riesen Dickkopf. Ich meine, du hast ja so schon einen Dickkopf. Hört auf, Leute! Aha, ihr seid gemein. Ihr wollt unbedingt, dass ich lach, stimmt's? Ja. Und jetzt? Wie sieht's mit jetzt aus? Warte. Seit wann hast du mich genau an. So dicke Arme. Du siehst richtig groß aus. Oh Mann. Das, und jetzt? Oh, das sieht aus wie von SpongeBob, der eine Fisch, Leute. Fisch. Guck mal, wie ich aussehe. Niki, was ist mit deinem Kopf passiert? Oh, ich habe deine Gehirngröße angenommen. Niki, das ist so knapp. Ich muss fast lachen, Leute. Am besten, ihr geht jetzt nach Hause, ja? Brexy, das sieht so witzig aus. Brexy, was ist mit deinem Kopf passiert? Nein, hab ich nicht gelacht. Oh, wisst ihr was? Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich muss mich schlafen legen. Ihr habt es nicht geschafft. Edge. Ich krieg dich noch zum Lachen. Nein, kriegst du nicht. Die Diamanten werden mir gehören. Gute Nacht, Leute. Das war echt knapp, Leute. Ich musste wirklich fast lachen, ey. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich hab Brexy und Niki noch nie so gesehen, ey. Das sah richtig lustig aus. Oh, ich wünschte, ich könnte lachen, Leute. Aber jetzt muss ich mich wirklich ins Bett legen. Mhm. Morgen, Leute. Oh, ich muss ganz schnell zu meinen Freunden gehen, weil die Challenge läuft doch noch recht. Darf nicht lachen, Leute. Mhm. So, ich muss erstmal zu meinem Freund Brexy. Hä? Seit wann haben wir denn Schafe hier? Hä? Ich dachte, die Schafe sind alle auf einem Bauernhof. Hey, Schäfchen, wo kommst du denn her? Hä?
das ist ein komischer Schäfer. Das hat sich lustig angehört. Ich glaube, ich muss gleich lachen. Hey, Schäfchen, wo? Was bist du denn für ein komisches Schaf, hä? Du siehst auch ganz komisch aus. Das muss ich unbedingt Niki zeigen. Oh, Niki. Niki, da bist du ja. Schau dir mal das komische Schaf an. Das verfolgt mich und das schreit richtig komisch. Mäh. 23. Hä? Wo kam das her? Aber Braxy ist doch da. Ich bin's, Braxy. Braxy, hast du dich etwa in ein Schaf verwandelt? Und boah, guck mal jetzt, ich boah, bin einfach Odi geworden. Oh, das ist, ich hab schon Bauchkribbeln, das ist witzig, Leute. Ihr seid beides einfach Tiere geworden, aber wieso habt ihr das gemacht? Hört auf, ihr Out. Ich muss schon lachen. Meine Schwachstelle sind nämlich meine Füße. Wenn man die kitzelt, muss ich lachen. Aber ich hab einen Witz. Erzähl den Witz, Niki. Ich weiß, dass du wirst sicherlich lachen. Sagte eine Ente auf dem See, die Hunger hatte? Weiß ich nicht. Ich weiß es. Erzähl schon. 24. Oh, was ist die Antwort, Niki? Quack, quack. Quack? Ich muss zur Schule. Ich darf den Unterricht nicht verpassen. Oh, auch wenn meine Freunde... Oink. Hört auf quack, damit. Wenn quack, ihr so zur Schule quack kommt, dann werdet ihr rausfliegen. Edge, das ist nicht mein Problem. Ich will meine Füße kitzeln. Nein, hör auf, meine Füße zu kitzeln. Leute, jeder hat doch so einen Punkt am Körper, wo man einfach lachen muss. Und bei mir sind es die Füße, Leute. Oh, ich muss ganz schnell zur Schule. Schnell. Wir haben ihn jetzt in der Falle. Jetzt können wir ihn einsperren. Nein. Und dann kitzeln wir ihn richtig durch. Nein, das werdet ihr nicht machen. Das wär unfair. Ihr müsst das schon mit eurer Stimme machen, sonst zählt das nicht. Oh, ihr seid die Tür gemein. Ist abgeschlossen. Ich muss nach oben gehen, Leute. Ich muss nach oben. Schnell zum Unterricht. Los, haut ab von mir und macht euch wieder normal. Ihr kriegt sonst richtig Ärger vom Lehrer. Quack. Was hast du denn da? Du bist ja ein Oktopus. Oh, das sieht ja richtig lustig aus. Der Creeper hat sich angezündet. Niki, bist du das? Jimmy, was sagt der Creeper zum Oktopus? Der Creeper sagt Kaboom. Er sagt Boom, genau. wusste ich. Oh, Leute, wo gehst du hin, Niki? Ja, das macht keinen Spaß. Du lachst ja gar nicht mehr. Das ja, ist doof. Weil ich unbezwingbar bin, Leute. Man nennt mich auch den ernsten Jimmy, weil ich hab noch nie in meinem Leben gelacht. Oder war das vielleicht eine Lüge? Tinte, Jimmy. Aua, hör auf, mich mit Tinte voll zu machen. Das ist nicht cool. Das ist nicht witzig. Ich krieg dich noch. Oh, du siehst voll komisch aus, wie so ein Fisch, der so rumzappelt. Oh nein, das war knapp. Ich kann mich nicht umdrehen. Das war knapp. Ich kann mich nicht umdrehen. Was ist los, Braxy? Kannst du etwa dich nicht mehr bewegen? Findest du das nicht lustig? Naja, so ein bisschen. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich glaube, wir haben schulfrei. Ich fange dich jetzt und kitzel dich. Nein, du kitzelst mich nicht. Ich muss dir abholen. Ich muss wieder weggehen, Leute. Ich glaube, wir haben die Challengers schon geschafft, Leute. Das ist ja voll einfach. Das ist so cool, Leute. Okay, Niki, du bist der Kameramann. Haha, witzig, wie immer. Okay, was Jimmy willst du machen? Was ist los? Ich bin nicht der Kameramann. Das ist nicht Jimmy. Warte mal. Das ist nicht Niki. Wenn das nicht Niki ist, und wo ist dann Niki und was hast du? Ich bin der Kameramann und Niki ist Geschichte. Warum ist der Geschichte? Was hast du gemacht? Das ist nicht witzig, blöder Kameramann. Komm mir nicht zu nahe, sonst mach ich dich platt. Braxy, was sollen wir denn jetzt machen? Der ist, glaube ich, richtig böse. Und witzig ist der auch nicht. Braxy, wenn das irgendein blöder Witz ist, das ist nicht witzig. Wenn du nicht lachst, wird Braxy sterben. Was? Wirklich? Nein, du musst lachen. Nein. Du musst lachen. Aber dann verliere ich die Challenge. Ich kann das aber nicht. Braxy, Du stellst Diamanten über Freundschaft. Nein, eigentlich nicht. Ich will nicht sterben. Nein, ich bin zu jung zum Sterben. Braxy, du bist noch nicht mal schwimmen gelernt. Okay, dann bring mich zum Lachen, Kameramann. Das muss schon vom Herzen kommen. Wenn ich lachen muss, dann muss ich richtig lachen. Und bis jetzt finde ich dich gar nicht witzig, weil du hast Niki entführt und mein Freund Braxy soll anscheinend draufgehen. Braxy, ich habe Niki nicht entführt.
Niki ist leider von uns gegangen. Er ist von uns gegangen und Brixie, heul nicht rum. Nein, Jimmy, eine Frage. Ja, und die wäre... Bist du bereit, deinen Freund Brixie zu retten? Ja, eigentlich nicht, aber du bist mir wichtig, Brixie. Ich mach's. Okay, wir haben einen Deal. Okay, was sagte die Kamera zu Jimmy? Die Kamera sagte, dass sie wieder geht und Brixie in Ruhe lässt. Du hast gelacht. Nein, ich musste nur schmunzeln. Oh, du musst noch einen Witz erzählen. Brixie, ich schaff das. Ich werde richtig lachen vom Herzen und dann bist du frei. Versprochen. Okay, los. Okay, Kameramann, ich bin bereit. Was sagte die Kasse zur Kassiererin? Weiß ich nicht. Ich komm nicht drauf. Sag schon. Katsching! Das war witzig. Du hast gelacht. Und damit hast Brixie, du verloren. Nein, hab ich nicht, Brixie. Du musst nicht mehr weggehen. Das ist doch voll toll. Ich hab's geschafft. Alles für dich. War das? Das ist doch Niki hier. Was? Niki? Ich bin's doch. Ich hab dich nur veräppelt. Ist das euer Ernst? Oh, ihr seid die schlechtesten Freunde, die ich hatte. Da macht man noch keine Witze drüber. Schau mal, Jimmy. Du hast gelacht. Oh, bitte hilf mir. Oh, das war echt gute Schauspielerei von dir, Brixie. Ja, ich bin drauf reingefallen. Aber weißt du was? Das war unfair von euch. Meine Leute mussten bestimmt nicht lachen. Und ich sag dir ehrlich, eigentlich musste ich gar nicht lachen. Ich habe das nur für Brixie gemacht. Natürlich. Und wenn ich jetzt dir was sage, wirst du bestimmt lachen. Was denn? Was willst du mir sagen, hä? 33. Leute, ich halte es nicht mehr aus. Das ist so witzig alles. Oh Mann. Auch das mit dem Oktopus. Oh, das war so witzig. Wisst ihr was? Wenn das Video euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine gute Bewertung da. Und ich muss euch noch die Diamanten geben, stimmt? Ja. 64 Stück für mich. Und 64 für Brixie. Ich weiß, du kriegst die auf jeden Fall. Ich gebe sie dir morgen, oder? Was ist denn mit der Schule los, Leute? Habt ihr eine Idee, was mit der Schule sein könnte? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich weiß wirklich nicht, was mit der Schule ist, weil eigentlich muss man doch zur Schule gehen, oder? Hier ist überall eine Absperrung. Hier ist auch so ein Zeichen, dass man nicht rein soll. Wartet mal, ich werde mal schauen, ob hier irgendwas... Vielleicht wissen ja meine Freunde mehr. Oh, ich muss ganz, ganz schnell zu Brixie und Odie. Ich habe die nämlich gesehen. Die gehen ja auch auf die Schule. Brixie! Odi! Sommer, Sonnenschein! Leute, hört auf damit, wir müssen zur Schule. Ich habe Mathe dabei, Deutsch und Englisch. Was für eine Schule, du Doofpop? Na, unsere, und da ist auch irgendeine Baustelle oder so. Wie sollen wir jetzt da reinkommen? Glaubst du, er weiß es? Was denn? Ich glaube, der ist komplett blöd, Brixie. Hey Leute, Mann. Das ist mein erstes Mal Schule. Ich weiß nicht. Jimmy, was denn? Ganz kurz. Schau mal in den Himmel. Was ist im Himmel? Da ist eine riesengroße Sonne und die ist richtig heiß. Ja, weißt du, was das bedeutet? Brixie, sag's ihm schon. Der Doofkopf kommt nicht drauf. Ventilator brauchen in der Schule. Was denn? Was haben wir? Sommerferien! Das stimmt. Was, Leute? Sommerferien? Was ist das? Kennt ihr das? Habt ihr auch Sommerferien? Oh, als ob ich da nicht zur Schule muss. Wie cool ist das denn? Warte mal. Heißt das, wir können Tekken spielen am Spieli? Du bist... Wir können den ganzen Tag spielen. Oh, wie cool, Leute. Yippie. Endlich kann ich richtig Kindersachen machen. Du bist... Oh, das war gemein, Brixie. Ich werde dich kriegen. Warte. Aber Brixie, irgendwie macht das keinen Spaß. Können wir nicht was anderes an unseren Sommerferien machen? Ich meine, wir spielen doch sonst auch immer Tekken, Leute. Leute, das ist langweilig. Mein Papa, dem gehört doch der Strand, Leute. Ehrlich? Warum hast du das nicht früher gesagt? Sollen wir da hin? Was denn, Brixie? Kann doch sein, dass sein Paps den Strand gehört. Lass mal hingehen. Das ist voll das ungewöhnliche Gefühl, einfach an der Schule vorbeizugehen, obwohl da eigentlich alles drin ist. Leute, meine ganzen Schulsachen. Aber Odi sagt, wir sollen zum Strand gehen und wir haben Sommerferien dann.
Boah, da sind sogar Jetskis. Wie cool ist das denn? Leute, die gehören meinem Papa. 3 Jetskis. Jeder hat einen. Das ist eigentlich richtig cool. Ich habe eine Idee, Leute. Was ist, wenn wir heute Jetski fahren? Ein bisschen, naja, ihr wisst schon, Ferien machen und vielleicht was Neues finden. Vielleicht irgendein so ein Freizeitpark. Das wäre doch voll cool, oder nicht? Boah, das wäre wirklich cool. Ja, siehst du? Und ich glaube, mit den Jetskis können wir das sogar wirklich machen. Lass uns irgendwo hinfahren, bis wir irgendwas finden. Kommt schon, Leute, kommt schon. Okay, los geht's. Yippie, jeder schnappt sich ein. Nein, du wirst nicht Erster sein. Ich werde Erster. Wow, das ist so cool. Oh Mann, wo sollen wir denn hinfahren, Leute? Ich würde sagen, wir fahren in die Richtung. Und dann der Erste, der den Freizeitpark findet, der hat gewonnen. Haha, bis gleich, Leute. Warte, los. Oh, cool. Leute, die Jetski-Fahrt war richtig cool und anstrengend, aber endlich sind wir hier. Was ist das überhaupt? Das ist, glaube ich, ein Freizeitpark. Das ist der Freizeitpark, ihr Doofköpfe. Seht ihr nicht die Achterbahn? Stimmt, da ist eine Achterbahn und ein Riesenrad. Wie cool sieht das denn aus? Lass uns reingehen. Ich will schauen, was man da alles machen kann. Oh, guck mal, Leute. Da ist, glaube ich, ein Mitarbeiter. Oh, ich will unbedingt rein, ich will rein. Und guck mal, hier ist sogar eine Karte, Jimmy. Boah, es gibt ein Labyrinth, ein verfluchtes Haus, da gehen wir nicht hin. Und es gibt sogar Go-Karts, boah, wie cool. Und der rote Punkt, das sind wir. Du hast recht, da steht You are here. Das bedeutet auf Englisch, du bist hier. Das habe ich in der Schule gelernt, Leute. Du bist richtig cool, Jimmy. Kommt schon, Leute, was machen wir zuerst? Was sollen wir machen? Brexy, entscheide du. Wollen wir nicht erstmal uns alles anschauen und dann zu den Go-Karts? Genau, du hast recht. Wir schauen uns alles an und dann machen wir die Go-Karts. Sie sind richtig cool. Kommt schon, Leute. Wir gehen rein. Warte. Los geht's. Boah, yippie, endlich. Wir sind drin, Leute. Schau mal. Da ist sogar ein Riesenrad wie bei uns auf der Insel. Boah, du hast recht. Das sieht genauso aus wie bei uns. Aber das sieht viel, viel größer aus. Aber das ist echt hoch. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Höhenangst. Lass uns mal weitergehen. Habt ihr was Krasses gefunden, Leute? Was macht ihr da hinten? Hey, Brexy! Guck mal, du musst das Licht treffen. Mit Pfeil und Bogen. Warte, das geht doch voll einfach. 1, komm schon, 2, und 3. Und wie soll ich jetzt den 4. treffen? Warte. Du musst springen. Springen? So. Oha. Wie cool. Hast du das gesehen? Kam da ein Feuerwerk raus? Weil du alle getroffen hast. Den einen nicht ganz, aber du hast recht. Boah, wie cool war das, Leute? Das ist echt ein richtig cooler Freizeitpark. Was kann man denn hier machen? Snowball-Mini-Golf. Was? Mini? Wie funktioniert das? Du musst da werfen. Ach so. Wow, hast du gesehen? Ich habe getroffen. Cool. Oh, das hat echt Spaß gemacht, aber ich glaube, wir können hier noch andere Sachen machen. Wartet mal. Leute, das ist so cool. Es gibt hier ein Riesenrad, eine coole Achterbahn, die sogar ein Looping hat. Seht ihr das? Das ist voll cool. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall richtig viel Spaß haben hier. Das sind die besten Sommerferien, wollte ich sagen. Was ist denn jetzt los? War das Brexy? Odi? Wo ist Brexy? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er auf irgendeine Achterbahn oder so gegangen. Schau dir auf jeden Fall alles an. Brexy, wo bist du? Brexy? Nein, Leute, könnt ihr irgendwo Brexy sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich kann ihn nicht sehen. Oh nein. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Odi, komm schnell hoch. Ich glaube. Wo bist du? Nein, das ist nur ein Mitarbeiter. Och, ich dachte, das ist Brexy. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen, Leute? Wir müssen unbedingt Brexy finden. Am besten suchen wir ihn, wenn wir, keine Ahnung, am besten auf eine Achterbahn gehen. Und dann haben wir von überall eine Übersicht. Genau, das müssen wir machen, Leute. Ich werde mal Odi sagen. Odi, wir müssen unbedingt auf einen ganz hohen Punkt gehen. Und dann können wir vielleicht irgendwo Brexy sehen. Vielleicht aufs Riesenrad, Jimmy. Meinst du? Oh, das könnte echt knapp werden. Okay, komm, lass uns beeilen. Nicht, dass der Freizeitpark schließt und wir hier alleine sind. Jimmy! Hast du ihn gehört? Ich hab ihn gehört. Brexy, wir kommen. Brexy, du musst hier irgendwo sein, stimmt's? Ich werde dich finden, Brexy. Mach dir keinen Kopf.
Okay, jetzt bin ich... Achtung, Achtung! Hä? Wir bitten Jimmy und Odi zur Kasse. Hier ist ein gelber Junge, der euch sucht. Er ist verletzt. Achtung! Das muss er sein, Odi. Das, los, das ist schnell. Komm schon! Hier. Oh, andere Seite, müssen hier wieder rausgehen. Oh, komm schon, Leute, wir müssen ganz schnell zu Brexy. Er hat sich, glaube ich, verlaufen oder so. Ey, dieser Freizeitpark ist so riesig, dass man sich schon verläuft. Okay, ich glaube, er ist da vorne bei der Information. Dann haben wir Brexy gefunden und können die ganzen Sachen testen hier. Odi, ah, du bist komm da, schon, sehr komm gut. Komm schon! Ich beeile mich doch schon, ich habe halt so kurze Beine, ich kann nicht so schnell gehen. Oh, schneller, Leute. Hier ist Brexy nicht. Ja, hier ist er nicht, hier ist nur der Mitarbeiter. Mann, Brexy, wo bist du? Brexy! Hier! Was? Aber... Oh, Brexy, was ist passiert? Brexy, geht's dir gut? Ich hab mich verlaufen. Ich hab einen Clown gesehen und ich wollte unbedingt zu dem Clown. Der hat mich gelockt. Ein Clown, ja, hast du gesagt? Das hört sich gar nicht gut an. Aber denkst du, es gibt hier diese Gruselclowns? Ist das etwa der böse Killer-Clown? Oh nein! Ich will nicht, dass die Clowns kommen. Können wir nicht einfach noch ein bisschen Freizeitspaß haben, die Ferien genießen und naja, wenn die Clowns kommen, hauen wir ab oder so? Du hast recht, komm. Oh, kommt, los, Leute. Geht's. Wir müssen jetzt aber wirklich das Riesenrad testen. Okay, Leute? Los geht's, Leute. Oh, wir waren schon so kurz davor, aber diesmal werden wir es wirklich ausprobieren. Ehrlich, Leute, lasst dafür auf jeden Fall schon mal ein Like da. Boah, das sieht so cool aus. Wart ihr schon mal auf einem Riesenrad drauf? Dann abonniert auf jeden Fall. Das will ich auf jeden Fall wissen, ey. Und wenn ihr schon mal in so einem Amüsierpark wart, nein, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommt, Leute, wir müssen reingehen. Diesmal was testen wir es wirklich. Kommt schon. Timmy und Odi. Ja, was ist denn, Brexy? Ja. Ich hab Höhenangst. Och, kann ich unten Brexy, auf euch warten? Nein. Ach, Quatsch. Komm mit jetzt. Ja. Okay, Leute, ich werde das jetzt testen. Ich werde hier, zack, reingehen und hier, so. Hä? Wow. Leute! Oh, in dem Gelben, wie cool! Ich will ins Rote. Haha, das ist nämlich viel cooler. Oh, wir gehen immer höher, Jungs. Leute, checkt ihr das? Wir gehen einfach immer eins höher. Wie cool ist das? Wir sind schon richtig weit oben. Schaut mal raus. Warte, wo sind wir jetzt? Wir sind fast bei der Hälfte. Boah, man sieht schon richtig viel von dem Freizeitpark. Es gibt hier auch so ein Ding, was nach oben geht. Und dann fliegt man wieder runter. Wie cool ist das? Was ist denn? Brexy, ruhig! Jetzt passiert nichts! Ich will runter, bitte! Nein, beruhig dich, Brexy! Wir sind doch bald wieder unten! Ehrlich, das passiert gleich nicht. Wieder unten! Genau. Nein! Ich möchte jetzt runter, bitte! Nein, Brexy, oh, Mann, das war eine blöde Idee! Och, Brexy! Mann, ist das doch gleich fertig, Brexy! Leute, Brexy hat einfach Höhenangst! Wusstet ihr, dass Brexy Höhenangst hat? Ich wusste das gar nicht. Brexy, bitte. Du darfst dich jetzt nicht bewegen, okay? Raus! Wir haben es geschafft. Ich will hier raus. Wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Richtig cool. Ich glaube, jetzt können wir hier sogar... Nein, wir müssen da wieder rausgehen. Aber ist nicht schlimm. Papa? Lass uns... Was machst du denn hier, Papa? Brexy, das ist nicht dein Papst. Das ist irgendein Mitarbeiter. Nur Spaß. Aber deine Eltern will ich wirklich mal kennenlernen, Brexy. Können wir gerne mal machen, aber ich muss euch was sagen. Was willst du mir sagen, Brexy? Ich hatte gar keine Höhenangst. Du Lügner, das haben doch sogar meine Zuschauer gesehen, dass jeder du die ganze Zeit... Gesehen, du Doofkopf. Genau, du wolltest immer runter und hast gesagt, das Riesenrad und so. Aber ist nicht schlimm, Brexy, jeder hat doch seine Schwachstellen, deswegen lass mal die Achterbahn testen. Ich glaube, es gibt hier so viel Achterbahn, wir müssen auf jeden Fall mal eine richtig gute herausfinden. Was ist mit der hier? Warte... Wo bist du? Bleib doch mal stehen. Hier, Leute, wo ist Odi hin? Oh, Odi, wir sind hinter dem Riesenrad. Komm schnell her. Ich komme jetzt, wartet doch kurz. Wo ist Odi hingegangen, Brexy? Da ist er. Ich bin doch hier. Oh, du bist so nur langsam. Komm schnell. Was ist, Brexy? Odi, kannst du ganz kurz gucken, ob ich da was verloren habe? Ich glaube, ich habe einen Diamanten verloren. Was? Der Diamant, der gehört mir. Jimmy. Brexy. Wollen wir ihn pranken? Wollen wir ihn denn pranken?
Ich weiß nicht, wir sagen, wir gehen auf die Achterbahn rauf, dabei gehen wir nicht drauf. Okay, aber das wäre voll cool, wenn wir jetzt Achterbahn fahren. Komm schon. Oh, bist du sicher? Mhm, ehrlich, da passiert nichts. Odi, komm. Komm schon, Odi, schnell, da sind keine Diamanten. Rex, die wollte ich nur hochnehmen. Mann, du Dummkopf. Okay, ich werde jetzt schon mal losfahren. Und yippie. Oh, wie cool ist das, Leute? Das ist so ein Regenbogen. Das ist eine Regenbogen-Achterbahn. Wie cool ist das denn? Oh, das geht richtig schnell. Und jetzt einmal hier rüber. Zack, zack, zack. Und dann geht's hier auch schon geradeaus. Oh, ich glaube, diese Achterbahn geht richtig nach oben. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall richtig anschneiden. Ich hab schon richtig Angst davor. Oh, was passiert hier, Leute? Ich glaube, wir fahren einmal um den ganzen Freizeitpark rum. Das sind die besten Sommerferien auf der Welt. Oh, die besten 100 Tage Sommerferien. Wow, wir fahren sogar durch einen Baum und so. Leute, wir fahren durch ein Baumhaus. Wie cool ist das? Oh, ich glaube, meine Freunde haben genauso viel Spaß da hinten. Aber ich kann die gerade nicht sehen. Die sind irgendwo anders, Leute. Oh, es gibt hier so viel zu begutachten. Schaut mal da. Es gibt sogar eine richtige Holzachterbahn. Und ich glaube, die ist gefährlich. Oh, die will ich auf jeden Fall unbedingt auch testen. Aber ich glaube, meine Freunde trauen sich nicht, weil das sind irgendwie Angsthasen. Das war so cool. Das war richtig cool, wow. Leute. Hä? Und ich hatte sogar keine Angst. Du hast es doch gar nicht gefahren. Außerdem ist es nur einmal drumherum gegangen. Brexy, nein. Wenn du keine Angst hast, dann fahr die Holzachterbahn da hinten. Hä? Wow. Komm. Rudi, hilf mir. Oh, der wird sich jetzt bestimmt wieder rausreden. ja. Was ich ist würde los? Sie für Brexy fahren. Ist es okay? Wirklich, Odi? Willst du sie wirklich für Brexy fahren? Ja, klar. Okay, Brexy, du fährst sie für Odi. Ich weiß doch, dass Brexy sich nicht traut, Leute. Deswegen lassen wir Brexy einfach ein Angsthase sein. Wir gehen jetzt zu der großen Holzachterbahn. Yippie! Wow. Mit Odi zusammen und das macht richtig Spaß. Oh, ich kann mir keine besseren Sommerferien vorstellen als das hier. Leute, während ich jetzt zur Holzachterbahn fahre, würde es mich echt interessieren, ob ihr schon mal in den Urlaub gefahren seid. Und wenn ja, wohin? Spanien? Italien. Boah, das wird mich echt interessieren. Aber ich gehe am liebsten zu meinen Freunden. Nur, ich weiß nicht, wo Odi ist. Der ist bestimmt irgendwo da hinten. Oh, der braucht immer so lang. Leute, aber die Holzachterbahn ist hier. Hier, ihr Doofköpfe, ihr lauft falsch. Wo bist du hingegangen? Odi. Komm zurück, ihr Doofköpfe. Wo seid ihr? Kommt jetzt hier rein, ihr Doofköpfe. Das ist die Holzachterbahn. Oh, ich hab einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Entschuldige. Okay, Odi. Da du für Brexy jetzt antrittst, will ich auf jeden Fall keinen Mucks von dir hören. Wenn du dich nicht traust, sag jetzt. Traust du dich oder nicht? Ja. Ich trau mich, ich habe aber nur ein bisschen Angst. Ich habe gar keine Angst, weil ich nämlich Achterbahnfahren liebe. Okay, Leute, da vorne ist schon der Eingang. Hä? Wo ist denn jetzt der Eingang? Odi, das ist voll der lange Weg hier. Ja, was kann ich denn dafür? Du tust so, als ob das mein das ist doch Freizeitpark dein Park. Ist. Ja, kann doch sein. Leute, wir sind angekommen. Und ich glaube, jetzt müssen wir nur noch draufdrücken, dann geht's los. Brexy, ich will ganz vorne sitzen. Ich bin hier. Brexy, willst du doch mitfahren? Okay. Willst du doch mitfahren? Das ist cool. Ja, Brexy traut sich doch. Gut, dann auf 3. 1, 2, 3. Let's go. Los geht's. ihr Dullis. ich bin hier hinten. Jetzt könnt ihr selber Achterbahn fahren. Ey, Mann, du Doofkopf. Tschüss. Ich mach nur Spaß. Ich werde jetzt auch das machen. Komm schon. Oh. Hä? Die fahren schon los. Oh, gut, Jamie, nein. Du Doofkopf. Nein, ich werde es auch machen. Kommt schon. Und da seid ihr ja schon wieder. Okay, ich werde jetzt draufdrücken hier. Kommt schon. Ja, diesmal werde ich jetzt mit Odi fahren. Jetzt bin ich da wieder dabei. Yippie, let's go, ohne Freunde. Mich? Tut mir leid, Brexy. Wir müssen tschüss, Achterbahn Brexy. Fahren. Oh, das geht ja richtig langsam hoch hier, Odi. Hast du schon Angst? Nö, die bin ich doch schon mal gelaufen. Ich habe nur ganz bisschen geweint. Du hast geweint? Was, Leute? Odi hat geweint. Vielleicht ist das doch nicht so gut, dass wir jetzt hier hochgehen. Oh, nein, nein, nein. Ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Was ist denn da oben, Odi? Sag mir jetzt nicht, jetzt geht's gleich los. Ich muss gleich wieder weinen. Wir sind ganz oben, Leute. Wie cool. Und da geht's runter.
Oha, wie cool. Das hat voll im Bauch gekribbelt. Yippie. Und jetzt wieder hoch. Boah, Odi, ich weiß nicht, was du hast. Das macht voll Spaß. Wow. Und jetzt wieder runter. Das. Hä? Odi hat die Stimme verschlagen, Leute. Wie cool ist das denn? Odi, weinst du? Ich hab Angst. Ja. Odi, hör auf zu weinen. Ich bin noch da. Oh, ich bin viel jünger als du und das macht voll Spaß. Und wow, das hat wieder so im Bauch gekribbelt. Und jetzt wieder hoch, Leute. Und oh, oha, wow. Was passiert jetzt, Leute? Das kommt irgend so eine Kurve. Oh, guck mal, da läuft Brexy. Er will auch nochmal. Und einmal so und zack, zack, zack. Und jetzt hoch. Und ich glaube, dann sind wir schon fast am Ende, oder? Wow. Oh. Wie cool! Und ich glaube, da müsste schon das Ende sein von der Achterbahn. Endlich! Hä? Wieso endlich? Odi, was hast du denn? Das hat doch voll Spaß gemacht. Ich hab Angst! Ach, Odi, du hast doch nicht Angst. Das macht doch voll Spaß. Komm, lass uns noch eine Attraktion testen und dann gehen wir wieder nach Hause. Mhm. Okay, aber ich will diesmal Go-Kart fahren. Na gut, dann fahren wir Go-Kart, Leute. Mann, die wünschen sich die ganze Zeit, dass sie Go-Kart fahren. Ich weiß gar nicht, warum. Das war doch voll cool, die Achterbahn, oder? Also, ich fand's cool. Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Leute, da bin ich schon wieder. Naja, gut, dann fahren wir jetzt Go-Kart, so wie ihr es euch gewünscht habt. Na los, das ist voll cool. Die wünschen sich die ganze Zeit Go-Kart fahren. Ist das hier? Das ist der Eingang. Ey, weh, nimm das gelbe Go-Kart, das gehört mir. Das werden wir sehen, Brexy. Oh, eigentlich will ich schon lieber Orange haben. Orange ist am besten. Haben die? Die haben Orange, yippie. Ah, ist auch lila. Nein, das ist gelb für Brexy. Ich werde mir das trotzdem stoppen. Hey. Ich nehme mir das lila, ne? Oh, wie cool, wie cool, wie cool. Oh. Okay, das ist gar nicht mal so einfach, Leute. Und wow, jetzt geht's hier wieder runter. Wo seid ihr? Ich sehe nichts. Oh, mein Go-Kart hat den Geist aufgegeben. Habt ihr das gesehen, Leute? Oh, und jetzt einmal hier rüber. Zack, dann müssen wir so fahren. Oh, ich bin gleich im Ziel, Edge. Und zack. Ich hab sowas von gewonnen, Leute. Ey, unfair. Ich hab einen Unfall gemacht. Was? Wo, Leute? Wo seid ihr? Mann. Ach, Leute, ihr sollt doch nur in Ruhe Go-Kart fahren. Ihr könnt nicht mal das machen. Schau mal, der ist mir voll reingefahren, der Doofkopf. Das stimmt doch gar nicht. Du hast nicht geblinkt. Was? Mann, seit wann blinkt man denn? Sieh doch das Strecke, du Doofkopf. Mimi. Hey, da komm ist jetzt Niki. Raus. Niki, komm rein. Ich mach grad meine Mathe-Hausaufgaben. Das ist voll anstrengend, Niki. Mit einem Chickenburger in der Hand, oder ja, wie? Ja, willst du einen? Den habe ich mir vorher vom Burger King geholt. Der war richtig lecker. Nein, ich möchte zu McDonald's. Hast du vielleicht Bock, mit zu mir zu kommen? Du willst zu McDonald's? Ja, okay. Leute, was mögt ihr eigentlich lieber? Das muss ein für alle Mal beantwortet werden. Mögt ihr lieber McDonald's oder mögt ihr Burger King mehr? Wenn ihr Burger King lieber mögt, dann müsst ihr auf jeden Fall Burger King in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr McDonald's mögt, Dann müsst ihr mich abonnieren. Komm jetzt, ich hab Bärenhunger. Oh, na schön, aber du hilfst mir später bei den Hausaufgaben, okay? Natürlich, und da soll so ein voller liebe Grimace sein. Lass uns die mal besuchen. Liebe Grimace? Du weißt schon, dass es Grimace nicht gibt. Es gibt nur diese komischen Lautsprechermenschen. Es gibt die Kameramenschen, die TV-Menschen und Skibidi. Nein, da ist Grimace nämlich. Nein, der hat Ronald abgelöst, doch. Was? Leute, glaubt ihr, Niki? Ich weiß nicht. Komm, lass uns mal hingehen. Das hört sich voll nach einem Prank an. Ich sag dir ehrlich, Niki. Du willst mich nur wieder hochnehmen, nur weil du älter bist. Nein, glaub mir. Ja, ich glaub dir mal. Okay, da vorne ist schon der McDonald's, Leute. Seht ihr das goldene M? Das goldene M steht nämlich für McDonald's. Wusstet ihr das? Okay. Hä? Warum ist denn hier Absperrband und so? Ich dachte, der McDonald's hat offen. Ich glaube, die bauen einen Außenbereich. Hä? Aber hast du das gesehen? Hi. Grimace, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich hab dich nie angetroffen. Du siehst ja voll cool aus. Ich bin ab heute euer neuer bester Freund. Juhu, kommt rein. Er ist ein bisschen aufgedreht. Ja, der sieht richtig
gruselig aus. Na, hereinspaziert. Schönen guten Tag. Ich hätte gern. Grimmis ist da. Grimmis ist wieder weg. Grimmis ist da. Grimmis ist da. Das ist nicht witzig. Ich kann dich die ganze Zeit sehen. Ja. Ja. Ich habe immer Grimmis voll böse in Erinnerung gehabt. Anscheinend ist der lieb. Naja, wie auch immer. Wenn du so lieb bist. Hä? Was war das? Tut mir leid, das war nix. Hey, was hast du das gesehen? Was war das? Der dreht durch. Mal, ich liege auf dem Tisch. Der legt sich da einfach hin. Grimmis, ich will bestellen. Ich finde den witzig. Ja, ich finde den nicht witzig. Der macht das extra nur, um unser Vertrauen zu gewinnen. Pass auf, ich will ein Big Mac und eine Pommes haben, okay? Okay, dann möchte ich zwei Big Macs haben. Spaß. Hey, das, oh Mann, das ist doch nicht Lachen-Challenge, Mann. Leute. Hä? Okay, und hast du vielleicht auch einen Milchshake? Ich hab sogar die goldenen neuen Pommes für dich. Oh, wie cool. Boah, die will ich auch probieren. Oh, wie cool. Willst du die auch haben, Niki? Ja, bitte. Oh, die will ich unbedingt probieren. Na schön, ich geb dir meine. Hier sind die goldenen Pommes. Okay, wow. Krieg ich meinen Milchshake? Bitte, bitte, bitte. Wenn du mir eine Frage beantwortest. Ja, und die wäre? Was ist lustiger als 23? Oh, ich kenne die Antwort. 24. Richtig. Nein, 22. Hey, Niki, 24. Und das ist wirklich nur ein Milchshake und nichts Schlimmes, ja? Nö, das ist nur ein Milchshake mit ganz viel Bubbles. Blub, 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 blub. Okay, ich danke dir, Grimmis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jimmy. Ja. Wiedersehen. Oh, Niki, ich habe eine richtig coole Idee. Nach Hast der du war nicht gerade gehört, wie er gerade so komisch gelacht hat, Nö, wo wir gegangen sind? Der war voll nett und ich will hier auf jeden Fall meine Geburtstagsfeier bald feiern. Weil Leute, ich habe nämlich in ein paar Tagen Geburtstag. Das heißt, wir müssen alle zusammen eine riesen Geburtstagsfeier machen. Mhm. Und ihr seid alle eingeladen. Auch du, Niki. Weißt du was? Oh, super. Was hattest du denn? Der war doch gar nicht gruselig. Der war voll witzig, aber wo wir gegangen sind, hat er so komisch, so böse gelacht. Wirklich? Bist du dir sicher? Ich hab das anders in Erinnerung. Ich lausch da mal rein, Leute. Steht da einfach. Ich gehe mal nach unten. Na, siehst du, er geht einfach nach unten. Hin? Er macht wahrscheinlich neue Burger-Patties. Haha. Guck, der ist aber lieb, hab ich doch gesagt, Niki. Weißt du was? Ich geh jetzt nach Hause. Warte mal. Ihr seid ja noch da. Grimmis? Ja, ich bin Grimmis. Aber du warst aber doch. Aber eigentlich nennt man mich Grimmis. Du warst doch. Hä? Nein! Hä? Warte mal, der war doch gerade eben noch lila. Ich hab das genau gesehen mit meinen eigenen Augen. Leute, wenn Grimmis gerade eben noch lila war, müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen, weil das geht doch gar nicht. Ich spinn doch nicht. Oder spinne ich etwa? Grimmis? Ja, ich bin Grimmis. Sag mal, seit wann bist du blau? Ich bin doch die ganze Zeit blau, das weißt du doch. Du hast doch gerade die goldene Pommes gekriegt. Ja, stimmt. Hast du noch die goldene Pommes, Niki? Nee, die habe ich aufgegessen. Ah, komisch. Naja, ich werde später wiederkommen, Grimmis oder Grimmis. Niki, komm mal mit, ich muss mit dir reden. Ja. Dunkel geworden. Irgendwas stimmt da nicht. Der war doch lila. Also entweder ist das eine andere Person oder Grimmis kann sich verwandeln. Eins von beiden. Vielleicht hat er den Grimmis gegessen. Lass uns das mal heute Nacht genauer anschauen, okay? Ich würde sagen, wir treffen uns gleich wieder hier, okay? Und nimm auf jeden Fall deine Ausrüstung mit. Eine Spitzhacke und vielleicht auch ein Schwert, weil es könnte vielleicht Ärger geben. Ich bringe ein paar Sachen mit, auch für dich, Jimmy. Sehr gut, Niki. Leute, wir kriegen das gemeinsam hin und lüften das Geheimnis, wer der echte Grimmis ist. Weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass einer von den beiden der falsche Grimmis ist. Mann, das dauert so lange. Wo bleibt denn Niki, ey? Und der kleine Hundi bewacht mit mir zusammen hier die Stellung. Du bist... Hä? Oh, wir müssen uns verstecken. Grimmis, hä? Niki! Oh, da bist du ja. Ich hatte dich schon überall gesucht. Dieser komische Grimmis-Skin im Blau, der hat da irgendwas vor. Der macht da irgendwas hin. Schau mal. Was hat der da? Was macht er denn da? Der macht das Stacheldraht. Wir müssen auf jeden Fall... Sehr gut, du hast alles dabei. Ich nehme das mal so. Dann lass uns mal hingehen und mit ihm reden. Komm mit, Niki. Ich frag mich, wer der echte Grimmis ist. Hallo, Grimmis. Wir wollen doch mal was bestellen. Ich hab keine Zeit.
Doch, wir wollen was bestellen. 5 Diamanten haben dich sogar dabei. Du hast die Dias dabei, ja, richtig, Niki? Ja, die, die du mir letztens geliehen hast, oder wie? Ja, genau. Warum bist du so komisch, Grimace, hä? Wir sind Kunden. Wir wollen ein Milchshake haben. Und eine Pommes. Der da. Du riechst gut. Ja, ich habe mein Lieblingsparfüm dran, Orangenduft. Und das ist mein Freund Niki und der will einen Milchshake haben. Hallo. Wie wär's mit einem orangenen Milchshake? Spaß. Wie du willst. Hä? Hast du das nicht verstanden? Nein, mit Orangen ist doch voll cool, oder nicht, Niki? Er will damit sagen, dass er dich in den Milchshake packt das nächste Mal. Nein, das würde er nicht machen. Der ist doch voll lieb. Guck mal, wie cool der ist. Okay, dann gib ihm Niki. Niki, du musst unbedingt den Milchshake probieren. Ich glaube, das könnte richtig lecker sein. Riecht jetzt an mir. Auf. Hier, bitteschön, der ist für dich. Niki, extra nur für dich gemacht. Dein eigener Milchshake, trink ihn mal. Ich bin gespannt. Oh. Und wie schmeckt der? Von dem blauen Grimace. Und, was ist los? Hä? Oh, der schmeckt gut, aber irgendwie... Warum lacht der so? Komisch. Was ist denn komisch, Niki? Hä? Also bis jetzt siehst du normal aus. Irgendwie... Ein bisschen schwindelig. Ist das normal? Nein. Guck jetzt. Das wird lustig. Hä? Ich soll gucken? Oh. Leute, da passiert doch gar nichts. Oder etwa doch? Hä? Niki! Niki, was ist mit deinem Kopf passiert? Oh, Niki, du brauchst unbedingt einen Spiegel. Dein Kopf ist richtig klein geworden. Du siehst aus wie der stärkste Mensch der Welt. Oh nein, bei mir ist nicht so. Ich möchte nicht lachen. Das ist voll doof. Wieso? Was passiert denn mit dir? Bist du sicher, dass das dir nicht so gut ist? Grimace, was hast du mit ihm gemacht? Boah, jetzt hat er auf einmal einen Riesenkopf. Hä? Niki, ich weiß nicht. Mit mir? Warte mal, der passt nicht in meinen Mixer, mach dich wieder normal. Hä, was für ein Mixer? Der Mixer? Warte mal, Niki, ich glaube, wir sollten hier rausgehen. Grimace, danke schön für den Milchshake. Und Niki, ich glaube, wir sollten einen Arzt aufsuchen, dir geht's gar nicht gut. Ich zeig euch mal meinen Mixer und die Kinder, und... Jetzt reicht's, ey. Der hat irgendwas da unten im Schilde und ich werde herausfinden, was. Niki, bleib stehen, du Dickschädel. Niki hat einen riesen Dickschädel und das sieht richtig lustig aus. Guck mal. Aber ich glaube, das war die letzte Verwandlung. Da sollte jetzt, glaube ich, nichts mehr passieren. Das sieht so witzig aus. Du hast einfach einen Riesenkopf. Du hast... Niki, sag mal, du siehst aus wie Spitzkopf Larry aus SpongeBob. Hey, hör auf damit. Spitzkopf Larry. Niki, tut mir leid, dass ich lache, aber das sieht echt witzig aus. Vielleicht ist das einfach nur so ein lustiger Trank. Da wird schon nichts passieren, Niki. Morgen ist das alles wieder da. Du bist wieder normal, siehst du? Die Kopfschmerzen sind doch ein bisschen weg, muss ich sagen. Ja, aber siehst du, dir geht's wieder super. Wollen wir jetzt mal nach Hause gehen? Ist schon richtig spät geworden, Niki. Ja, können wir gerne machen. Niki, wieso hast du etwa im Training? Du hast ja nicht richtig dicke Arme bekommen, hä? Das sieht ja voll lustig aus. Nein, das ist ja gar nicht witzig. Leute, Niki geht's gar nicht gut. Aber solange er noch lebendig ist, ist ja alles gut. Lach mich nicht aus, Jimmy, das ist nicht witzig. Ich glaube, du hast Leg Day auf jeden Fall nicht gemacht. Oh, Niki, komm, lass es nach Hause gehen. Du bist richtig dünn. Komm, wir gehen nach Hause, Niki. Und wir müssen das Geheimnis auf jeden Fall noch lüften von diesem komischen Grimace. Ja, ich habe irgendwie eine allergische Reaktion, glaube ich. Kann das sein, dass da Gehirn da drin ist? Nein, kann nicht. Okay, komm, Niki, ich bring dich nach Hause. Nicht, dass dir noch was zustößt oder so. Hä? Niki? Leute, vielleicht hätte ich Nikis Sorgen doch ernster nehmen sollen. Niki ist auf einmal verschwunden und es wird schon wieder hell. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Nein, Niki ist weg. Nein, das hat irgendwas zu tun mit diesem blöden Grimace. Jetzt reicht's mir, Freunde. Ich muss ganz schnell zu McDonald's gehen und ich muss mir diesen Grimace schnappen. Das kann nicht sein, dass auf einmal der blaue Grimace auf einmal Niki zum Verschwinden bringt. Wo ist der lila Grimace?
Einer von den beiden lügt doch. Da bist du ja, hey, Grimace. Was machst du denn hier? Hm, wo ist dein Kollege, der lila Grimace, hä? Ich bin der einzige Grimace. Na, der einzige, das werden wir ja sehen. Ich werde jetzt nach unten gehen und weh, ich werde da einen anderen Grimace finden. Hä, da wirst du niemanden finden. Bleib doch mal stehen. Na, werde ich nicht. Jetzt das Geheimnis lüften. Jetzt reicht. Das ist Einbruch. Das ist ja gar keine Küche, das ist ein Gefängnis. Das ist kein Gefängnis, das ist eine Abstellkammer. Siehst du nicht die beiden Worten? Ich verschwinde. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Aua, aua. Zieh dich, ich hau hier ab. Warte, das kann nicht sein. Du bist der echte Grimace. Oder ist der echte Grimace? Mann, wer ist denn jetzt der echte Grimace von euch? Ihr seid beide so komisch. Und was habt ihr mit Niki gemacht? Los, sagt's mir. Also, ich bin Grimace. Na? Grimace, komm mal rein. Komm mal rein. Hä? Ich hab Niki verschleppt und verspeist. Er geht gleich in den Mixer rein. Machen wir aber nicht. Wir sind lieb, stimmt's? Was denn jetzt? Ja, wir sind sehr lieb, genau. Hä, ich klicke hier gar nichts mehr. Willst du nicht reinkommen? Nein, ich will nicht reinkommen. Ich will meinen Freund Niki wieder haben. Den habt ihr nämlich geklaut und... Und ihr seid beides böse. Ich werde auf eure komischen Tricks nicht reinfallen. Und meine Zuschauer auch nicht. Oder müsst ihr vielleicht einen Shake? Und einen Milchshake? Oh, ihr seid... Trink ihn doch jetzt mal. Nein, ich will den nicht trinken, aber sagt mal... Oh, hier ist eine Switch hier drin. Eine Switch? Oh, meine... Hä? Nein! Das... Nein, ihr seid doch böse, das wusste ich doch. Oh, nein, nein, nein. Sag mir sofort, wo Niki ist. Sag mir, wo Niki ist, du blöder, blauer Grimace. Los. Ich kann dir sagen, wo dein Freund ist. In meinem Bauch. Das kann nicht sein. Warte mal, ich will lauschen, ob ich Niki hören kann. Vielleicht ist er ja doch nicht drin. Ne, Niki, wenn du mich hörst, ich bin hier im McDonald's drin. Da kommen nur Blähungen, du blöder Grimace. Ha, du hast hier alles zugemacht. Okay, warte, ich habe eine Idee. Und die wäre? Wenn du herausfindest, wer von uns beiden der richtige Grimace ist, dann sagen wir dir, wo Niki versteckt ist. Okay, das will ich eh schon die ganze Zeit rausfinden. Und ich sag dir ehrlich, das ist ganz einfach, weil der echte Grimace, ich werde euch Fragen stellen und der wird die beantworten, okay? Okay. Okay. Wer ist Ronald McDonald? Mein Vater. Was? Chef oder Vater? Leute, was meint ihr? Ist Ronald McDonald der Vater oder der Chef von Grimace? Ich glaube, Ronald McDonald ist der Chef. Okay, nächste Frage. Aber wer hat das denn jetzt von uns beiden gesagt? Naja, stimmt. Wer hat das? Ich hab gesagt, mein Chef. Ach so. Ich hab gesagt, mein Chef. Ah, ist egal, ich mache eine neue Frage, wenn ihr euch nicht einigen könnt. Und zwar die nächste Frage. Was ist im Milchshake drin? So, ihr habt 3 Sekunden, das zu beantworten. Milch. Milch und was noch? Eine Zutat für den Geschmack. Ja, ich glaube, das ist die richtige Antwort. Eine Zutat für den Geschmack. Ha, du hast den ersten Punkt und diesmal weiß ich, wer die richtige Antwort hat. Ja, siehst du, da guckst du dumm aus der Wäsche. Okay, die dritte Frage ist, was ist der größte Feind von Grimace? Ja, das ist eine schwierige Frage, die kriegt ihr niemals raus. Okay, der blaue Skin. Fanta. Fanta? Okay, und was ist deine Antwort, lila Grimace? Burger King ist mein Feind. Boah, das muss es sein, Leute. Das muss doch die Wahrheit sein. Oh, du bist der echte Grimace. Und jetzt will ich meinen Freund Niki wieder haben. Niki wieder. Genau, du bist der Faker. Oh, bleib stehen. Hä? Nein, der hat eine Nerfgun. Oh, ich muss mich verstecken. Oh. Bitte nicht. Oh mein Gott. Das ist ja ein riesen Grimace, Leute. Ich bin der echte Grimace. Du bist absolut nicht der echte. Ich werde dich fertig machen. Wir müssen ihn fertig machen. Nein. Aua. Er hat richtig was drauf, Leute. Verdammt. Aua. Auf damit. Ja, wir müssen draufgehen. So, komm schon. Oh, Grimace, wir haben es geschafft. Du bist aber der Beste. Ja. Aha.
Aber ich sollte jetzt am besten hier rausgehen, weil das ist... Oh, danke dir. Mach's gut, Grimace. Und ich muss auf jeden Fall jetzt meinen Freund Nicky wiederholen. Hast du eine Idee, wo er sein könnte? Ich gucke mal nach. Okay, schau du nach. Ich schau so lang bei der Polizei nach. Vielleicht wissen die irgendwas. Der repariert da hinten sein McDonald's wieder, Leute. Wir müssen ganz schnell Nicky holen, Leute. Dem ging's gar nicht gut. Habt ihr seinen Riesenschädel gesehen? Oh Mann, und der ist jetzt irgendwo und nirgendwo. Nicky! Oh nein, 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 ich hab das Rätsel gelöst. Nicky, wo bist du? Komm schon, zeig dich, Nicky. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Oh, Leute, ich bin hier mitten in der Stadt. Aber ich kann Nicky nicht sehen. Wenn ihr Nicky irgendwo sehen könnt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde überall alles genau anschauen. Aber ich hab bis jetzt... Hä? Brexy! Brexy, 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 das wirst du mir nicht glauben. Da waren zwei Grimace-Skins und der eine hat Nicky hier vergiftet. Und dann auf einmal war Grimace blau und groß. Und dann musste ich gegen die kämpfen. Ist alles in Ordnung mit dir? Du redest voll viel Quatsch. Ja, und Nicky hat den Riesenschädel und dann wieder einen kleinen Schädel. Und ich weiß nicht, wo... Hat er doch immer. Ich weiß aber nicht, wo Nicky ist. Hilf mir, ihn zu finden. Los, schnell, das ist ein Notfall, Brexy. Und das ist kein Prank von dir? Nein, das ist kein Prank. Nicky, wo bist du? Ich bin hier in der Stadt und oh, ich vermisse dich. Nicky, das kann doch nicht wahr sein. Hast du mal überlegt, dass er vielleicht... Hast du das gerade gehört? Das war voll die hohe Stimme. Was war das? Hallo Jungs. Hä? Ich war im Krankenhaus. Nicky, oh, dir geht's gut. Oh, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Wo warst du den ganzen Tag? Ich bin im Krankenhaus wach geworden. Was ist denn passiert, Jimmy? So ein Grimace hat dich angegriffen und so ein Milchshake. Aber ihr seid ja alle wieder normal. Und geht auf jeden Fall nicht zu McDonald's. Da ist ein lila Grimace und vielleicht ist der böse. Ich muss jetzt aber auch los, Leute. Tschüss. Hä? Ja. Ich hab das aber nur geträumt, dachte ich. Nee, hast du nicht.